ab, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Lifestyle-Video hier auf dem Lifestyle-Kanal. Und willkommen zu den behindertsten Fragen von meiner Community. Und die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, ich lese euch einfach mal absolut geteilt voll vor. Die Frage, was nach dem GDC kommt, sollte eigentlich für jeden ersichtlich sein. Ich freue mich drauf. Leute, wirklich, wie oft schallst du in der Woche beim Training deinen Körper auseinander? Ich bin aktuell dabei, Leute, und ihr wisst es, ich probiere so oft wie möglich trainieren zu gehen, wie es nur geht. Ich probiere 6-mal die Woche zu gehen, es klappt natürlich nicht immer. Sieht man das? Oh nee, sieht man nicht. Fühle mich gerade so, als wäre ich im Livestream, Digga. Welche Musik schallst du momentan gerne? Give me the Ratten, Datten, Datten, Datten. Schwanz ist gar nicht meine Musikrichtung, aber ich find's übel witzig. Was eine geile Musikrichtung ist, die ich wirklich sehr gerade mag, ist tatsächlich Deep House und generell House. Hör ich sehr, sehr gerne, geht übel smooth rein. Kommen in nächster Zeit wieder mehr Videos mit den Jungs? Ne, sehr gute Frage. Die Jungs, muss ich sagen, in letzter Zeit, Sascha ist gerade ein bisschen auf Achse im Urlaub, so wie ich das mitbekommen habe. Spendi und Peter sind ja hin und wieder mal hier im Büro. Aber ich muss echt sagen, mir kitzelt langsam mal wieder in den Fingern, mal ein richtig geiles Oldschool-Video, mal wieder mit den Jungs rauszuhauen. Mal wieder, mal wieder, mal wieder. Wie oft noch, Junge? Aber wirklich, ich hab mal wieder Bock, das darf wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe einen Sprachfehler. Ja, aber es wird echt Zeit für ein Video mit den Jungs. Liest du auch so viel wie Tim? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Ich bin tatsächlich nicht die größte Leseratte, muss ich an der Stelle ehrlicherweise zugeben. Ich würde gerne mehr lesen. Ich würde gerne meinen Intellekt weiter aufbauen. Ich würde nicht sagen, dass ich einen niedrigen Intellekt habe, aber in Bezug auf großes Erarbeiten von Wissen bin ich tatsächlich eher weniger ambitioniert. Aber wenn jemand wie Tim beispielsweise vorbeikommt und sagt, Digga, weißt du, was ich schon wieder für eine Studie durchgelesen habe? Und dann sage ich so, oh Mann. Bitte erzähl es mir doch. Ich habe mir durchgelesen über eine Hirnforschung, Digga. Da schaltet aber verschiedene Hirnareale rein, die auf einer anderen Wellenlänge geschaffen. Interessant. Wenn ich mit Tim spazieren gehe oder so und er sagt mir, er erzählt mir irgendwas von einer neuen Studie, die er durchgelesen hat, bin ich schon interessiert daran. Ne? Also das heißt, ich ziehe mir das gerne rein. Aber so selber lesen, ich bin ein schlechter Leser, sage ich euch ganz ehrlich. Ist auch von meinem Persönlichkeitszug da auf jeden Fall ein richtiger Minus-Move. Ich bin der letzte Bastard. Versager, 9,90 €. Grüße gehen raus an warum machst du ein Q&A, wenn keiner was von dir wissen will? Der hat recht. Oh nein, wir sind jetzt beim nächsten Mal. Wenn ihr zu Hause gerade nicht mit einem kompletten Lachflash unter dem Tisch liegt, dann habt ihr einfach keinen Humor. Nach dem Witz bin ich so gut drauf und meine die Crowd so gut und ich bin hier nicht im Livestream. Und trotzdem sind Leute im Chat. Was ist mit euch, gell? Findest du Jana Riva arschgeil? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, offen und ehrlich gesprochen über Jana Riva. Jana Riva ist eine attraktive Frau. Das ist eine sehr, sehr attraktive Frau. Ich habe euch aber schon zigmal im Livestream gesagt, zwischen Jana und Riva ist nichts gelaufen. Zwischen Jana und Riva ist nichts gelaufen. Die ganzen Argumente, die von Simon Unge hier reingebracht werden. Oh mein Gott, sie hat ihn angeguckt. Jungs, da knistert. Da hat er doch gerade wirklich mit ihr eine Konversation gehabt. Jungs, zwischen den beiden brennen die Flammen, aber sowas von. Zwischen Jana und mir ist nichts gelaufen. Jana ist einfach eine nette Dame, mit der ich gerne Videos drehe, okay? Bist du eigentlich komplett gestört oder tust du einfach nur so? Wenn es Leute gibt, die wirklich denken, dass ich solche Ausraster auch im privaten Leben habe. Also Leute, bitte einfach mal logisch überlegen, nachdenken, einfach mal. Ich habe schon hin und wieder den ein oder anderen Ausrastermoment, aber natürlich bin ich jetzt nicht die ganze Zeit so, dass ich übel am. Wie oft kommt es vor, dass Menschen mit deinem Humor nicht zurechtkommen und was machst du dann? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Es ist nämlich für mich verständlich, dass es Leute da draußen gibt, die nicht in der Lage dazu sind, Sarkasmus zu verstehen. Es ist ja auch noch ein Sarkasmus bei mir der extremen Art und Weise. Ich hab's wirklich lange beobachtet. Ich hab's auch bei Leuten ausprobiert, wo ich einfach mal geguckt habe, okay, ich mache einen sarkastischen Joke, gucken wir, ob der ankommt. Direkt gemerkt, gut, der Joke kommt gerade nicht an. Stier, ja, kann man nichts machen. Da muss ich wohl auf einen Ausweicher zurückgreifen. Hab mich dann kurz selber fertig gemacht. Auch nicht funktioniert. Da gab es ja jetzt auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass wir es ersichten konnten, wo natürlich absolut über die Stränge geschlagen wurde. Wie dem auch sei, seid froh, wenn ihr Sarkasmus verstehen könnt. Wenn ich keinen Sarkasmus verstehen würde, Mann, wäre die Welt grau. Die Welt wäre so grau für mich. Ich sehe den Sarkasmus und ich sehe so viele Farben. Und wenn jetzt hier nicht mindestens 85.000 Zuschauer auf meinen Livestream kommen, den ich jetzt hier um 19 Uhr starte, dann raste ich aus und jetzt mach endlich die Biege. Ich habe keine Lust mehr, Mann.